Im Januar 2024 wurden in Deutschland insgesamt 213.553 Pkw neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Zuwachs von 19%. Wie erwartet hat sich der Wegfall der Kaufprämien auf die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen ausgewirkt. Zitat: Lag die Anzahl der neu zugelassenen Stromer im Dezember noch bei knapp 54.700. Dies entspricht einem Anteil von 22,6%. So gingen sie im Januar drastisch auf nur noch rund 22.500 oder 10,5% zurück, schreibt der ADAC nach Auswertung der aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamts. Profitieren können dagegen die Benziner mit einem Marktanteil von rund 38%. Auch Dieselfahrzeuge legen wieder leicht zu. Angesichts der schwachen Konjunktur in Deutschland, die sich generell negativ auf den Automarkt auswirkt, sind Prognosen für 2024 schwierig. So haben die Autohersteller den Wegfall der Elektrokaufprämie vorerst kompensiert und nach einem von Tesla initiierten Preiskampf sinken die Preise für Stromer. Zudem wächst die Zahl der neuen Elektromodelle rasant, während die Zahl der verfügbaren Verbrennungsmodelle sinkt. Es ist daher noch nicht absehbar, ob sich das im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamte Wachstum der batteriebetriebenen Fahrzeuge im Jahresverlauf nicht wieder deutlich beschleunigen wird.